Rage on that beat, going crazy. Hallihallo, ich bin's mal wieder, die Yvonne. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bereiten wir einen Kartoffelsalat zu. Kartoffelsalat ist wegen der Vielfalt an Zubereitungsarten eine sehr beliebte Beilage zu vielen verschiedenen Gerichten. Häufig existieren alte Familienrezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Der Kartoffelsalat wird oft zu Würstchen oder Kotelett, aber auch zu gebratenen Fisch gereicht. Als Erdäpfelsalat ist er eine beliebte Beilage zum Wiener Schnitzel. Außerdem ist er ein beliebter Partysalat und er wird auch sehr oft an Feiertagen zubereitet. In vielen Familien ist es üblich, ihn an Weihnachten zu essen, zusammen mit Würstchen wie Wiener, Bockwurst oder Bratwurst. Zur Zubereitung von Kartoffelsalat werden meist festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln verwendet, die sogenannten Salatkartoffeln. Die festkochenden Sorten eignen sich natürlich am allerbesten, da sie beim Vermischen später nicht so sehr zerfallen. In manchen Rezepten allerdings wird auch ein kleiner Anteil an mehlig kochenden Kartoffeln verwendet, um dem Salat eine sämige Konsistenz zu verleihen. Die gekochten Kartoffeln werden in Scheiben geschnitten und mit Marinade vermischt und es können sowohl Salzkartoffeln wie auch Pellkartoffeln verwendet werden, also Salzkartoffeln ohne Schale gekocht, Pellkartoffeln mit der Schale gekocht. Meiner Meinung nach schmeckt es aber am besten, wenn man Pellkartoffeln benutzt. Besonders für die norddeutsche Variante des Kartoffelsalats mit Mayonnaise werden die Kartoffeln am Tag vorher gekocht und erst am nächsten Tag verarbeitet, da das den Kartoffeln zusätzlich Festigkeit verleiht. Für die süddeutsche Variante des Kartoffelsalats werden die Kartoffeln meist warm verarbeitet, da es da besser ist, wenn der Sud von der warmen Kartoffel aufgesaugt wird. Eine weitere Zubereitungsart besteht darin, dass die Kartoffeln nicht geschnitten werden, sondern leicht zerstampft, damit sie beim Mischen besser zerfallen. Eine französische Variante des Kartoffelsalats ist der Charivari. Im Charivari kommen zu den gekochten Kartoffeln Äpfel, Birnen, Champignons, manchmal auch rote Beete und Salzgurken. In der Normandie gibt es eine Variante mit Heringsstücken. Dieser Salat erhält ein Dressing aus gewürzter Mayonnaise. Der in Spanien und Lateinamerika sehr beliebte russische Salat enthält neben Kartoffeln auch noch Karotten, Erbsen, Thunfisch und Spargel. Der Salat wird je nach Region mit einer unterschiedlich gewürzten Mayonnaise zubereitet oder es werden andere Zutaten wie Paprika, saure Bohnen und Oliven hinzugefügt. Die Zubereitungsarten und Zutaten unterscheiden sich auch innerhalb der gleichen Region. Auch existieren keine regional einheitlichen Zubereitungsarten, allenfalls Vorlieben oder Familientraditionen. Der größte Unterschied jedoch ist die Frage, stelle ich meinen Kartoffelsalat mit oder ohne Mayonnaise her? In den nördlichen Teilen Deutschlands sowie in den schlesischen oder böhmischen Regionen wird der Kartoffelsalat meist mit Mayonnaise zubereitet. Dem Kartoffelsalat mit Mayonnaise werden im Rheinland oft Gewürzgurken oder Äpfel hinzugefügt. Im Norden dominieren Varianten mit Äpfeln und gekochtem Ei. Im Brandenburgischen werden dagegen Gewürzgurken mit Radieschen oder feingeschnittener Zwiebel kombiniert. Auch Bratenreste, Matjes, Wurststücke oder frische Kräuter können je nach Belieben zum Salat gegeben werden. In Tschechien werden neben Mayonnaise und Senf gekochtes Ei, Gewürzgurken, Karotten, Erbsen und Zwiebeln beigemischt. Wem Mayonnaise zu wuchtig ist, der kann natürlich stattdessen auch Joghurt verwenden. In Süddeutschland sowie Österreich bis nach Kroatien wird der Kartoffelsalat eher ohne Mayonnaise hergestellt. Da verwendet man lieber einen Sud aus Fleischbrühe, Pfeffer, Salz und Senf. Der Kartoffelsalat kann zusätzlich kleingeschnittene Zwiebeln, gebratene Speckwürfel, Knoblauch oder Gurken enthalten. Häufig werden die noch warmen Kartoffelscheiben mit der Marinade übergossen, damit sie schön einziehen kann. Und der so zubereitete Kartoffelsalat kann dann warm oder auch kalt gegessen werden. In Teilen der Steiermark und des Burgenlandes wird der Kartoffelsalat sehr gerne mit Kürbiskernöl verfeinert. In Franken hingegen ist gehackter Schnittlauch ein Muss. Wir bereiten unseren Kartoffelsalat heute nicht mit Mayonnaise zu, sondern mit einem Sud aus Gemüsebrühe, angebratenen Zwiebeln, Senf, Pfeffer, Salz und Essig. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für unseren Kartoffelsalat benötigen wir 1,5 Kilo Kartoffeln, 1,5 Liter Gemüsebrühe, 3 Zwiebeln,
ungefähr 100 Milliliter Olivenöl oder anderes Öl, Pfeffer aus der Mühle und Senf und Essig. Die beiden Sachen habe ich leider vergessen zu zeigen. Gleich am Anfang setze ich natürlich die Kartoffeln, die ungeschälten Kartoffeln, mit ein bisschen Wasser auf den Herd und lasse sie weich kochen. In der Zwischenzeit schneide ich die Zwiebeln in sehr feine Würfelchen. Kartoffeln brauchen noch ein bisschen. In der Zwischenzeit stelle ich die Soße für den Kartoffelsalat her. Dafür schwitze ich die Zwiebeln in reichlich Olivenöl ein bisschen braun an und lösche dann mit Brühe ab. Die Soße wird dann gewürzt mit Pfeffer, Salz, Essig und ein bisschen Senf. Das kocht dann alles noch mal ein bisschen auf und dann ist die Soße für den Kartoffelsalat eigentlich schon fertig. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich nicht die ganze Brühe benutzt jetzt. Das hat den Grund, weil ich nicht genau weiß, wie sehr die Kartoffeln die Flüssigkeit aufsaugen werden. Würde ich die ganze Brühe jetzt hierfür für die Soße verwenden, hätte ich vielleicht dann zu viel gemacht und würde die andere Hälfte wegschmeißen müssen. So kann ich sicher sein, dass alles von den Zwiebeln und vom Senf und von den Gewürzen auch im Kartoffelsalat landet. Und stelle ich dann später fest, dass der Kartoffelsalat zu trocken wird, kann ich ja immer noch die restliche Brühe dazugeben. Die Kartoffeln sind jetzt weich. Ich gebe den Deckel wieder auf den Topf und stülpe das Geschirrtuch so drüber, dass ich die Kartoffeln bequem abgießen kann, ohne dass mir der Deckel runterrutscht. Es ist kein Wasser mehr im Topf. Ich stelle mir jetzt ein Schüsselchen mit kaltem Wasser hin, damit ich die Kartoffeln einmal kurz eintunken kann. So löst sich nämlich die Schale viel besser. Wenn dann die Kartoffeln alle geschält sind, muss ich sie nur noch in Scheiben schneiden und gebe dann unsere leckere Soße drüber, rühre das einmal um und lasse es erstmal für 10 Minuten stehen, damit ich sehe, wie viel Flüssigkeit der Kartoffelsalat dann eventuell noch braucht. Der Kartoffelsalat sieht recht saftig aus, aber weil ich ein alter Kartoffelsalathase bin, weiß ich genau, dass jetzt die restliche Flüssigkeit noch einziehen wird. Deswegen gebe ich jetzt gleich mal noch ein bisschen Brühe dazu. Wenn ich den Kartoffelsalat jetzt noch ein bisschen stehen lasse, wird man sehen, dass die restliche Brühe auch noch von den Kartoffeln aufgesaugt werden wird. Ich würze jetzt gleich auch noch mal mit ein bisschen Pfeffer, rühre noch mal gescheit um und fertig ist unser Kartoffelsalat. Die Zutaten für den Kartoffelsalat habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Wenn ihr das ganze Rezept haben wollt, dann schaut doch gerne vorbei auf meinem Instagram-Kanal ymb.happiness. Da könnt ihr das alles nochmal finden und alle anderen Rezepte auch.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine gute Zeit.